Guten Morgen. Ganz kurz ein bisschen als Einführung. Ich bin seit, ich weiß nicht, so 1982 bin ich ausgewandert nach Amerika und arbeite dort als Arzt. Und das Spannende ist, dass es wirklich deutlich ist, dass in Amerika so die Krankheitsbilder und das ganze Weltgeschehen in Amerika wiederholt sich hier in Deutschland mit so einer Verspätung von 8 bis 10 Jahren, sodass ich hier ein bisschen so den Prophetenstatus gewonnen habe, einfach dadurch, dass ich in Amerika Patienten sehe jeden Tag und dann weiß, 8 Jahre später sehe ich den gleichen Patienten hier in Deutschland, anderen Namen, aber die gleiche Erkrankung. Und durch die Auseinandersetzung mit Patienten ist es uns gelungen, eigentlich herauszufinden, warum Leute chronisch krank sind. Akute Krankheiten haben wir ja gut im Griff inzwischen, aber chronische Krankheiten sind für die Schulmedizin ja fast unbekannt, oder? 80% aller Leute sind heute betroffen von irgendwas, aber in der Schulmedizin gibt es auch heute zum Beispiel an der Uni in Freiburg noch keine einzige Vorlesung für Medizinstudenten über chronische Müdigkeit, keine Vorlesung über Fibromyalgie, keine Vorlesung über die Lyme-Borreliose, oder? Und die Leute werden dann auf euch losgelassen, wenn sie aus dem Medizinstudium kommen und müssen dann eigentlich erst lernen, worum es geht. Die Heilpraktiker sind ein bisschen früher dran, oder? Die müssen sich ihr Geld verdienen, indem sie den Leuten wirklich helfen und sind gezwungen, eher patientengemäßig zu arbeiten. So, ich möchte jetzt ganz kurz ein bisschen so durchführen, so im Schnellverfahren, was wir wissen. Ich habe irgendwo, hier, guck, ist doch toll, oder? Kann man sogar sehen von hinten. Danke, Rita. ganz kurz, entstanden auf dem Hintergrund von meiner Arbeit ist dieses Modell von den 5 Ebenen vom Heilen. Die erste Ebene, der physische Körper, das ist da, wo die ganze Biochemie stattfindet und die ganze Struktur. Diagnostisch auf dieser Ebene ist die physische Untersuchung, die ganze Laborchemie, die ja heute so die Medizin eigentlich übernommen hat, und heilverfahrenmäßig auf dieser Ebene ist die ganze Schulmedizin, aber auch die ganze Kräutermedizin, die ganze Schlacht mit den Vitaminen, die es inzwischen gibt, und die ganze Physiotherapie, Krankengymnastik, Chiropraktik ist auf dieser Ebene. Zweite Ebene ist eigentlich die Ebene der Physik, wo wir den Körper anschauen, als nicht aus dem Blickwinkel der Biochemie, sondern der Physik. Elektrische Felder, elektrische Ströme, die sich über das Nervensystem ausbreiten, die Membranspannung an den Zellen und die verschiedenen diagnostischen Methoden, die es gibt. Die älteste, die es hier gibt, ist das EKG, oder 1932 eingeführt von einem Holländer. Haben nicht alle Deutschen erfunden, sondern die Holländer haben auch was beigetragen. Elektrische Geräte gibt es ja in unglaublich viele heute auf dem deutschen Markt, in der Alternativmedizin, in der Schulmedizin auch. Also hier die zweite Ebene ist die Ebene der Physik. Aus der Physik her kennen wir auch die Schwerkraft, spielt eine Rolle, die elektromagnetische Kraft. Und dann Strong Force und Weak Force, ich möchte nicht näher drauf eingehen. Diagnostisch, hier für uns ist es die angewandte Kinesiologie, mit der wir diese Ebene in den Griff kriegen. Und therapeutisch, Akupunktur gehört hierher, Homöopathie zum Teil, Neuraltherapie. Ja, wir haben in Deutschland sehr, sehr schöne Verfahren, die relativ weit fortgeschritten sind hier. Dritte Ebene nenne ich den Mentalkörper. Das ist die Ebene, wo alle kollektiven und persönlichen Erfahrungen von Konzeption bis heute
gespeichert werden. Das ist so der Bereich der Psychotherapie. Und wir haben auf dieser Ebene ein paar schöne Methoden entwickelt. Die Mentalfeldtherapie habe ich ein großes Buch geschrieben, zusammen mit einer Kollegin aus, meine ganzen Kolleginnen sind aus Bayern oder aus der Gegend. Die Psychokinesiologie. Und dann die vierte Ebene ist eine Ebene jenseits von unserem Verstand. In der ayurvedischen Medizin heißt diese Ebene Turiya, das heißt einfach die vierte, weil es auf dieser Ebene eigentlich keine Sprache gibt. Es ist so der Bereich von Träumen, von schamanistischen Erfahrungen, Besetzung, Fluch, Vorleben, ja, dieser ganze Bereich, der für manche von uns noch so ein bisschen düster erscheint, für andere was ganz Selbstverständliches ist und für die Wissenschaftler noch nicht existiert. Viele Erkrankungen kommen wirklich aus diesem Bereich und es ist wichtig, dass wir lernen, diesen Bereich zu erschließen. Ich benutze hauptsächlich das, was ich von Bert Hellinger gelernt habe, durch seine Aufstellungsarbeit. Es gibt sicher andere Methoden. Ich versuche, so weit wie möglich in meiner Medizin zu verzichten auf die Intuition. Warum? Oder viele von euch haben gelernt, eurer Intuition zu vertrauen und schaut einfach mal an, mit welchem Mann ihr verheiratet seid. Oder wie viel Geld ihr in der Bank habt. Ja? Einfach als kleinen Hinweis, wie vertrauenswürdig die Intuition ist. Entscheidungen sollten immer getroffen werden, dass man physische Reaktionen vom Körper mit einbezieht, die emotionalen Reaktionen, das Mentale nicht ganz ausschließt, ja, das kritische Denken und die Intuition und die Stimme, die vielleicht aus höheren Ebenen kommt. Und wenn man alles zusammennimmt, kann es sein, dass man doch manchmal eine gute Entscheidung trifft. Gut, das ist nur kurz dazu. Ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen, die könnt ihr alle in meinen Büchern finden. Chronische Erkrankungen nehmen beängstigend zu. Was macht uns denn krank? Was können wir tun? Unsere Gene haben sich seit 3 Millionen Jahren kaum verändert. Ist es überhaupt möglich, dass unsere neuen Erkrankungen verursacht sind durch kaputte Gene oder die sogenannten SNPs, Single Nucleotide Polymorphismen? In der Schulmedizin ist im Moment eine große Riesenwelle angetreten, ja, die Gene anzuschauen von Patienten und darauf die Therapien aufzubauen. Und ich kann euch versprechen, es hat in den Wald geführt, aber fast kaum zu guten Lösungen. Ja. Aber ihr sollt es trotzdem machen, das ist für den Verstand, für den mentalen Aspekt von uns super, das, so das lineare Denken, oh je, hier ist ein Gen, was nicht funktioniert und das macht ein Protein und das erzeugt dann bestimmte Bausteine, die wir brauchen und die ersetzen wir dann einfach, indem wir oral was einnehmen. Hat nicht funktioniert, aber ihr sollt es trotzdem versuchen. Und dann, was gibt es wirklich für neue Ursachen von Erkrankungen? Und hier so ein paar Sachen aus der Statistik. In Deutschland ist 1 von 4 Kindern bei Schuleintritt bereits neurologisch auffällig. Hyperaktivität, Legasthenie und diese ganzen Sachen, aber eben auch Übergewicht, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit. Und in den USA ist es schlimmer. Wie gesagt, wir sind 8 Jahre voraus. Dass 1 von 10 Kindern ist noch neurologisch und medizinisch völlig normal bei Schuleintritt. Das heißt, kein Asthma, keine Hauterkrankungen, keine Verhaltensstörungen. Ja, 1 von 10. Ihr könnt euch vorstellen, wie es in den Schulen aussieht, oder? Was in Deutschland bei Erwachsenen weit verbreitet ist, ist der Verlust an Lebensfreude. Gedächtnis geht bei uns allen den Berg ab, nicht nur bei uns Älteren.
Kreativität geht runter, sexuelle Potenz hat nachgelassen insgesamt. Deutschland gilt in Europa als das Land mit der schlechtesten Sexualität, oder das ist nicht von mir, sondern ist veröffentlicht worden, ging in den USA durch alle Zeitschriften. hat irgendein Team große Untersuchungen gemacht. Schlafqualität, oder? Viele von euch wissen, dass ihr nicht mehr so gut schlaft wie früher. Und dann gibt es eine massive Zunahme von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen. Und ich sage es hier, die eben nach meinen eigenen Untersuchungen direkt im Zusammenhang stehen mit der Dauer und Dosis der elektromagnetischen Feldbelastung durch den Handysendefunk und andere Quellen. Und es gibt einen synergistischen Effekt zwischen der Mikrowellenbelastung, der Schwermetallvergiftung, Parasiten- und Hefepilzbelastung sowie chronischen Infektionen. Und an erster Stelle, auch in Deutschland, steht die chronische Borreliose, die viele von euch haben. Die meisten von euch wissen es noch nicht. Ja, aber das bisschen Schmerzen in der Hüfte oder die Schlaflosigkeit oder der Gedächtnisverlust höchstwahrscheinlich im Zusammenhang steht, dass ihr diese Infektion habt, die wir ein bisschen später beleuchten wollen. Hier eine Statistik, die das ein bisschen deutlicher macht aus den USA. Man hat untersucht die Todesursachen, und hier in Deutschland wird immer noch euch vorgehalten, ah ja, die Krebsraten oder Herzinfarkt. Ja, wir wissen, dass Herzinfarkt und Schlaganfall massiv rückgängig sind, weil die Leute heute ein bisschen mehr wissen über Ernährung. Krebsraten sind relativ stabil geblieben, aber die Todesursache neurologische Erkrankung, vor allen Dingen Morbus Alzheimer, hat dramatisch zugenommen. 663% Zunahme Tod durch Morbus Alzheimer in den letzten 20 Jahren. Das ist doch mal was, oder? Neurologische Erkrankungen sind das, woran wir heute sterben. Nicht mehr der Krebs, nicht mehr die anderen Ursachen. Ja? Und das wird euch vorenthalten. Die Medien, wissen wir heute, kooperieren ja alle mit den Bösen, mit dem Bösen überhaupt, sodass ihr gar nicht die Informationen bekommt, die ihr eigentlich bräuchtet, um euch zu schützen. Gut, jetzt ein paar spannende Sachen. Oder der Körper und das Mikrobiom. Oder das Mikrobiom ist die Gesamtheit aller Keime, die in uns leben. Wir wissen inzwischen, dass nicht nur der Darm besiedelt ist mit Bakterien, sondern auch die Leber hat ihr eigenes Mikrobiom, eine bestimmte Zahl von Keimen, die da natürlich leben. Auch im Herz wohnen Keime. Und das Letzte ist, dass sogar das Gehirn bewandert ist von natürlichen Keimen. Und spannende Forschung, ich sage es einfach mal, wir haben leider die Bilder nicht hier reingekriegt, Marco Ruggiero, einer der berühmten AIDS-Forscher aus der frühen Zeit, hat eine Zellkultur angelegt mit Gehirnzellen, und die liegen dann da so rum. Und dann dieser Zellkultur die Keime zugesetzt, die normalerweise in unserem Gehirn sind. Und dann innerhalb von Minuten vereinen sich die Neurone und schließen sich kreisförmig zusammen und machen unheimlich viele Querverbindungen, Tausende von Minuten. Aber ohne die Keime keine Organisation, kein kreisförmiges sich zusammenschließen. Und diese Keime sind typischerweise die Keime, die in der Erde sind, in der Gegend, wo der Patient lebt. Ja, es gibt also einen unheimlichen Austausch zwischen den Keimen in unserem direkten Umfeld und im Gehirn. Und deshalb sind die Leute in Damaskus denken und fühlen anders als die Leute in Köln. Ja, und es wird auch auf diese Weise nie eine Welt geben, sondern viele. Jetzt ein paar spannende Untersuchungen dazu. Oder Böcher Benner, manche von euch kennen ihn, Böcher Müsli schon mal gegessen, oder? Benannt nach Böcher Benner, war ein berühmter Schweizer Forscher, der ging in den späten Jahren, so nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Welt, um zu untersuchen, was Leute essen und wie lange sie leben. Er kam auf eine kleine karibische Insel, und das Erste, was ihm auffiel, er hörte so eigenartige Geräusche. Er wusste, das sind zwei Leute, die schlafen miteinander. Die kamen aus ihrer Hütte raus
und er war erschüttert. Sie waren beide über 100 Jahre alt und hatten gerade wilden Sex hinter sich. Und er hat es untersucht, was da los ist auf dieser Insel, und fand was ganz Erstaunliches raus. Und das war, die Leute haben nur von Süßkartoffeln gelebt. Die hatten nichts anderes gegessen. Die hatten alles da. Die hatten Bananen, die hatten Pineapples, die hatten Fische um drumherum. Nein, die haben nichts anderes, nur Süßkartoffeln. Er hat gesagt, kann doch nicht sein. Wo kommen die Proteine her? Wo kommen die Vitamine her? Und hat den Stuhl untersucht und festgestellt, das ist für die Ärzte hier spannend, dass die Clostridium difficile, ein ganz, ganz böser Keim für uns Westler, der ganze Darm damit übersiedelt war. Und diese Clostridien sind fähig, aus den Zuckern, aus der Kartoffel Aminosäuren zu machen und alle Vitamine herzustellen, die wir brauchen. Und in Deutschland, C. diff ist ganz, ganz böser Keim. Ja. Und dann hat er auch dann gleich festgestellt, wenn die Leute irgendwie gewagt haben, Fisch zu essen, wurden sie todkrank. Ja. Und deshalb vorsichtig, wenn euch jemand beraten will über Diät, was ihr essen sollt, weil ihr wisst überhaupt nicht, was eure Bakterien aus dem Essen machen. Ja. Und hier zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel. Wir lernen als Schulmediziner, oder, dass der Mensch kein Vitamin C machen kann. Das muss von außen her zugeführt werden. Scheiße, falsch, völlig, völlig daneben. Wir haben Darmbakterien, wenn wir gesund sind, die für uns das Vitamin C herstellen. Unser Körper kann es nicht herstellen, aber unsere Darmbakterien können es. Ja, hier ist die Studie, die das zeigt. Und trotzdem reicht es heute nicht mehr aus, wenn wir nur Süßkartoffeln essen. Hier ist eine Studie, die untersucht hat, wie viele Mineralien sind im Essen. Und ihr seht hier die Kurve, den Abfall von 1914 bis etwa 1967. Die meisten von euch sind erst auf die Welt gekommen, als schon nichts mehr im Essen war. Aber wenn eure Mutter euch, wenn, oder ihr als Mütter den Kindern sagt, ihr sollt Spinat essen, weil da ist Eisen drin, ist es heute eine Lüge. Da ist kein Eisen mehr drin. Schon seit 1960 ist kein Eisen mehr im Spinat. Deshalb schon eure Kinder bitte, ja, vor dem, sie zu verfolgen. Gut, manche von meinen Folien sind auf Englisch, manche auf Deutsch, aber ganz kurz, ich muss ein bisschen nach vorne jetzt gehen. Quecksilber, Aluminium und Glyphosat sind die drei Stoffe zusammen mit der elektromagnetischen Strahlung, die verantwortlich sind für alle chronischen Erkrankungen, die neu auf dem Markt sind, so in den letzten 20, 30 Jahren. Vor allen Dingen der Morbus Alzheimer, da zeige ich Ihnen ja noch ein paar Bilder dazu. Hier eine tolle Studie aus Mexiko. Man hat außerhalb von Mexico City zwei Gemeinschaften untersucht. Eine, die in diesem Farm, in einem Bauernumgebung ist, wo viel gespritzt wird mit Chemie. Und eine andere Gegend näher bei Mexico City, wo nicht gespritzt wird, wo einfach so eine Vorgartengegend ist, wo keiner was benutzt. Und hat die Kinder gebeten, eine Zeichnung zu machen von einer Person. Und hier sieht man die typische Zeichnung von einer Person, von einem fünfjährigen Mädchen, das in der Gegend lebt, wo nicht gespritzt wird. Und hier eine Zeichnung einer Person von einem fünfjährigen Mädchen, das in der Gegend aufwächst, wo die Bauern tätig sind mit ihrer Chemie. Ja? Ich zeige das gerne Eltern und sage, möchtet ihr, dass das Gehirn, die Neuronen von eurem Gehirn, von eurem Kind so aussehen oder so aussehen? Ja, hier sieht man sehr schön diese Dissoziation, in der diese Kinder leben und aufwachsen. Gut, hier ist einfach die Studie, die dazu veröffentlicht wurde. Wichtig ist, wir befinden uns in einem osmotischen Gleichgewicht, in einer Umgebung mit permanent zunehmenden toxischen Einflüssen. Wir sind nicht separat von unserer Umwelt. Der Rest ist hier nicht so wichtig. Bisschen Studien über Glyphosat. Ja, Glyphosat ist die Chemikalie, die eigentlich abgewandelt ist von Agent Orange. Ja, Agent Orange wurde im Vietnamkrieg verwendet, um den Urwald zu entlauben, damit man den Feind sehen kann. Ja, und dieser Stoff hat sich heute in der Landwirtschaft durchgesetzt und wird auch bei den
bei der biologischen Nahrung häufig, also die Leute, die biozertifiziert sind, dürfen trotzdem am Ende, wenn die Saat gut eingefahren wird, wird es nochmal bespritzt mit diesem Stoff. Ist die Saat zwar organisch angebaut und organisch geerntet, aber was nicht gesagt wird, dass sie hinterher noch bespritzt wird mit diesem Stoff. Es sind über 80% der Deutschen haben diesen Stoff im Urin, gab es vor kurzem eine Studie. Und hier ist ein bisschen, was dieser Stoff verursacht, wenn er bei uns aufgenommen wird. Neurologische Erkrankungen, einschließlich Autismus, Depression, Demenz, Angsterkrankungen und Morbus Parkinson, ja, verursacht. Veröffentlicht hier von Stephanie Seneff, eine der führenden Forscherinnen unserer Zeit von MIT. Hier ähnlich, was ich am Anfang gesagt habe, eine Studie, die zeigt, was ich auch nicht wusste, um schlafen zu können, oder müsst ihr Melatonin erzeugen können im Gehirn. Melatonin, hat sich gezeigt, ist der wichtigste Stoff zur Entgiftung vom Gehirn. Und die Vorstufe von Melatonin, die Aminosäure, die dazu gebraucht wird, ist Tryptophan. Und Tryptophan ist nicht in unserem Essen enthalten, sondern Tryptophan wird im Allgemeinen bei den meisten von uns von Darmbakterien erzeugt für uns. Ja, Darmbakterien machen aus anderen Stoffen Tryptophan. Das wird dann aufgenommen und dann im Gehirn umgebaut zu Melatonin und Serotonin. Ja, also die von euch, die depressive Anwandlungen haben und Mittel einnehmen, das ist immer, um Serotonin zu erhöhen. Das kommt aus dem Tryptophan. Und Glyphosat, dieser Stoff, der bei über 80% von euch im Urin gefunden wird, bei den anderen 20% ist es eher wahrscheinlich noch schlimmer, könnt ihr nicht mal ausscheiden. Das heißt, ihr sind die am meisten Betroffenen. Und wenn Glyphosat mit der Nahrung aufgenommen wird, könnt ihr kein Tryptophan mehr herstellen. Und dann kommt die Schlaflosigkeit und die Depression. Ja, das ist, was dieser Artikel sagt. Gut, und hier eine sehr schöne Studie. Hier sieht man mal, welche Erkrankungen alle damit in Zusammenhang stehen. Ich übersetze: Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, die Lipoproteinabweichung, hohes Cholesterin, Morbus Alzheimer, senile Demenz, Parkinson, Multiple Sklerose, Autismus, dann entzündliche Darmerkrankungen, also Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Nierenerkrankungen und dann alle Krebse praktisch unterhalb vom Diaphragma, aber auch von der Schilddrüse. Ja, wie viele von euch haben schon mal Schilddrüsenkrebs gehabt? Niemand im Raum, doch zwei, drei, ja, dann nur, dass ihr mal wisst, wo es herkommt, oder? Ist doch mal spannend zu wissen, das war nicht eure Schuld, sondern einfach das, was ihr aufgenommen habt. Und dann ist es immer eine Frage der Enzyme, die man zur Verfügung hat, um das Zeug wieder auszuscheiden. Ich hoffe, dass ihr auf dieser Liste jemand kennt oder erkennt, ja, dass ihr wisst, okay, das ist eine menschengemachte Erkrankung. Das ist nichts, was von Gott gewollt ist. Hier eine Studie, an der ich beteiligt war. Man hat in der Muttermilch nach bestimmten Giftstoffen geschaut. Und jede von diesen Säulen hier, von diesen blauen Säulen, ist der Giftgehalt in der Muttermilch einer bestimmten Mutter. Das sind verschiedene Mütter hier aus meiner Praxis. Und ihr seht, dass dieser Schadstoff, die sogenannten PBDEs, das sind Flammschutzmittel, bei manchen Brustmilchen sehr, sehr hoch war. Jetzt spannend ist hier diese Linie. Diese Linie ist die Linie, die von der amerikanischen EPA, Environmental Protection Agency, angegeben wird. Wenn eine Flüssigkeit mehr von diesem Stoff enthält als diese Linie hier, darf dieser Stoff nicht entsorgt werden über die Toilette. 6 von diesen waren über dieser Linie. Ihr macht euch selber Gedanken drüber. Autismusprävalenz in den USA bis 2006. Ihr seht hier, dass das keine lineare Linie ist, sondern ein exponentieller Anstieg. Es wird erwartet, dass im Jahr 2025 diese Linie senkrecht ist. Das heißt, im Jahr 2000, das sind nur 9 Jahre von jetzt, keine normalen Kinder mehr auf die Welt kommen. Allerdings ist die Studie von den USA, das heißt, hier ist es 2033, aber es ist nicht mehr so weit weg, oder? Und was wird dann aus unserer Welt, wenn wir alle autistisch sind? Könnt ihr euch denken, ich bin
bin ja dann nicht mehr da, ich setze mich ab vorher. Hier ist ein bisschen unser Protokoll, wie wir Glyphosat entgiften. Am wichtigsten ist das homöopathische Simile, also dass wir Glyphosat in einer homöopathischen Potenz geben und dann kombinieren mit Saunatherapie und dann unser Laserentgiftung, die ich später heute Morgen zeigen werde, wie wir das machen. Gut, bisschen über Quecksilber. Quecksilber macht ganz ähnliche Symptome, ist ein Neurotoxin vorwiegend, ist mitbeteiligt bei allen neurologischen Erkrankungen. Ich muss jetzt, glaube ich, da nicht weiter drauf eingehen. Emotionale Unstabilität, finde ich ein sehr schönes Wort, Verlust an Selbstvertrauen, Unentschlossenheit, Gedächtnisverlust, Depression, suizidale Tendenz. Ihr kennt sie alle, die berühmte sogenannte Silberamalgam-Füllung. Wir wehren uns gegen diesen Ausdruck. Oder es sind, glaube ich, 2 oder 3% Silber drin, aber 50% Quecksilber. Ja, und deshalb nennen wir sie Quecksilber-Amalgam-Füllungen, die ja zum Glück in Deutschland kaum noch eingebaut werden, zumindest nicht beim Mittelstand, und bei denen ist es immer noch eine Klassengesellschaft in Deutschland. Die Armen kriegen es eingebaut, damit sie arm bleiben, und der höhere Mittelstand kann sich inzwischen leisten, die weißen Füllungen reinbauen zu lassen, die weniger gehirnschädigend sind. Aber die von Ihnen, die jetzt schon jung genug sind, um ohne Quecksilberfüllung aufgewachsen zu sein, bitte morgen, wenn der Joachim Mutter hier spricht, er ist einer der großen Vorkämpfer, der dafür gesorgt hat, dass es bekannt wird, dass Quecksilber im Mund schädlich ist fürs Gehirn, küsst ihm die Füße, wenn ihr ihn seht. Er hat viel gelitten dafür, diesen Kampf durchzuführen. Und er ist eigentlich immer noch der Einzige. Ja. Hier eine Studie von Wimi und Lohrscheider, zwei Freunde in Calgary. Man hat im Schaf 7 Amalgamfüllungen eingebaut und das Quecksilber radioaktiv markiert. Nach 7 Tagen die Füllung wieder entfernt, lege artis mit Kofferdamm und Saug und allem. Und dann 6 Wochen später einen Scan durchgeführt, ein Scintigramm, zu schauen, ob das Quecksilber immer noch da ist. Und das war das Scintigramm. Man sieht, dass der ganze Kieferknochen ist durchdrungen von Quecksilber. Das ganze enterische Nervensystem vom Darm ist voll. Das sind die Nieren hier oben, das ist die Milz. Und die von euch, die mal 7 Amalgamfüllungen im Mund hatten für eine Woche, würden so aussehen. Aber doch der ein oder andere, der sogar mal 14 Amalgamfüllungen hatte, würde zweimal so schlimm aussehen. Und dann gibt es doch sicher den einen oder anderen, der die Füllung mal über 7 Tage drin hatte. Oder? Und die von euch, die hier angesprochen sind, sehen so aus wie das schwarze Schaf. Ja? Aber wirklich ganz schwarz. Und die Entgiftung, erzählt euch Joachim morgen, geht Jahrzehnte, bis man das wieder raus hat. Gut, es gibt andere Quellen von Quecksilber. Die Umwelt wird heute immer mehr erwähnt. Aus der Erde kommt Quecksilberdampf überall da, wo die Erde aufgerissen worden ist von uns. Und dann wichtig zu wissen, dass eine Mutter während der Schwangerschaft 2/3 ihrer Quecksilbermenge auf den Fötus überträgt. Und das ist natürlich ein Riesengrund, ist, warum die Erstgeborenen oft die Autisten sind. Vor allen Dingen, wenn sie jung sind, ja, Testosteron hat einen synergistischen Effekt mit Quecksilber. Dadurch sind die Jungs eben am meisten betroffen. Gut, hier vom Joachim Mutter, der kann morgen selber drüber sprechen. Ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen. Ich lasse Ihnen den Joachim das auch morgen zeigen. Es gibt einen direkten Zusammenhang, wie viel Quecksilber den Kindern eingeimpft wird. Da haben wir nur in den USA einen großen Kampf geführt und sehr gelitten, um das Quecksilber zu entfernen aus den Impfstoffen. Heute ist Quecksilber noch in der Grippeimpfung und Hepatitis B hat immer noch Quecksilber drin. Alle anderen haben das Quecksilber durch Aluminium ersetzt und Wir wissen, dass wir damit den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben haben, wie wir Schwarzwälder das sagen.
Wir haben einen neuen Test, einen sehr schönen Test, den Oligoscan. Der geht nur, der ganze Messverfahren geht 15 Sekunden. Das ist eine Lichtsonde, die an der Haut, an der Hand angesetzt wird und dann durch Resonanzprinzipien messen kann, welche Schwermetalle im Gewebe sind. Das ist im Moment der beste Test. Und hier sieht man sehr schön in diesem Fall die hohe Quecksilberbelastung. Was hier eine Ausnahme ist, bei den meisten unserer Patienten ist Aluminium das vorherrschende Metall. Und ich zeige jetzt dann auch gleich, warum. Hier mein Artikel, jetzt ein bisschen geht es ums Aluminium. Chris Exley ist Professor in England und er misst bei Menschen den Aluminiumgehalt und sieht, dass von Jahr zu Jahr der Aluminiumgehalt immer höher wird und hat sich gewundert, warum, und ist dann mit uns in Kontakt getreten und ich gehe gleich darauf ein, warum. Und wir wissen, dass Aluminium die Hauptursache ist für Morbus Alzheimer. Ja, und denkt dran, Morbus Alzheimer bei Frauen 663% Zunahme in den letzten 20 Jahren. Und heute die häufigste Todesursache bei Frauen sind neurologische Erkrankungen, nicht mehr der Herzinfarkt und nicht mehr der Krebs. Es wird euch vorenthalten hier, die Statistiken sind klar, aber es erzählt euch keiner. Gut, ein klein bisschen Aluminium ist auch in den Impfstoffen jetzt drin. Und hier ein sehr schöner Artikel, der zeigt, ich übersetze mal, Long-Term Persistent of Vaccine-Derived Aluminum Hydroxide is associated with chronic cognitive dysfunction. Chronische kognitive Dysfunktion, das heißt, der kann nicht mehr klar denken, oder? Und nachdem dieses Studio rauskam, hat sich der Aluminiumgehalt in den Impfstoffen noch verdoppelt, oder? Weil wir gesagt haben, okay, wenn wir Kinder damit bleibend ihr Gehirn stören und zerstören können, machen wir einfach mehr davon rein, nicht weniger. Macht ja auch Sinn, oder? Und dann unten, hier ist der Zusammenhang mit dem chronischen Müdigkeitssyndrom und der Fibromyalgie als Langzeitstörung, die nach 20, 30 Jahren erst auftritt. Ja, chronische Müdigkeit ist ja bei euch nicht so häufig, hat ja wahrscheinlich keiner hier, kann ja auch nicht sein, weil bei euch wird weiter geimpft, so wie früher, wo wir jetzt wissen, okay, Impfungen mit einer Zeitverzögerung von 20, 30 Jahren machen chronische Müdigkeit, ist doch toll, man kann ein ganzes Volk damit zu Schafen machen, oder? Und wir Deutschen kennen uns damit aus, wir waren ja schon mal in diesem Schafs jemand folgen, oder? Und dann wurden die Deutschen doch zu aufmüpfig und dann musste man ja was finden, um sie ein bisschen zu kühlen und hat das auch gut geschafft. Gut, ich möchte auch hier nicht weiter darauf eingehen, das ist ein bisschen, was ist in den Impfstoffen drin an Aluminium, und jeder Toxikologe denkt, das kann doch gar nicht wahr sein, dass wir diesen Kindern so viel Aluminiumhydroxid einimpfen, dass ja relativ gesichert ist, dass wir damit das Gehirn kaputt machen. Gut, aber es gibt eine andere Quelle von Aluminium, die euch sicher bekannt ist. Dieses Bespritzen am Himmel mit Aluminium, Nanopartikeln, Titan, Barium, Strontium und heute auch Glyphosat in dieser Chemtrail-Mischung. Ja. Und Pilzsporen und, wie wir später darauf eingehen, Sporen von Leimborrelien, ja, die wir gefunden haben in diesem Gemisch, was da verspritzt wird am Himmel. Und diese Idee wird der Regierung verkauft, dass wir ja so eine Art Hitzeschild um die Erde herum machen müssen, um das Wetter zu kühlen. Das macht auch Sinn, aber das Glyphosat in der Mischung macht keinen Sinn. Und auch die Pilzsporen und Leimsporen machen keinen Sinn. Hier so ein bisschen, hier sieht man ja deutlich, dass es sich um Fluglinien handeln muss, oder? Vor allen Dingen hier, das ist über Berlin, oder? Fluglinien gehen im Allgemeinen auf gerader Linie von A nach B, oder? Und hier sieht man doch deutlich, dass es sich um Linienflüge handeln muss. Man sieht oft diese Wellenmuster in den Wolken. Ja, mit Wasser, Dampf kann man das nicht machen. Da muss Metall drin sein, damit es gepulst werden kann.
und dann diese eigenartigen Wolkenformationen. Warum weiß ich, dass das nicht normal ist? Ich bin 1950 geboren und da gab es das noch nicht. Und entweder hat der liebe Gott sich sehr geändert in dem, was er vorhat oder sie vorhat mit uns, oder wir haben was geändert. Es gibt einen sehr schönen Artikel in einer guten schulmedizinischen Zeitschrift, der das alles bestätigt, was wir je gefürchtet haben, dass das wahr ist, dass es keine Illusion ist. Gut, und dann ein paar andere Artikel hier, einer, der zeigt, dass wenn wir diesen Feinstoff ausgesetzt sind, der aus der Luft auf uns niederrieselt, schrumpft unser Gehirn. Ja? Wenn wir das einatmen, hat es letztlich den Effekt, unser Gehirn zu schrumpfen, und ich kann mich dem nicht entziehen, dass das wissentlich so angelegt ist, denn wie viele gute Gehirne brauchen wir eigentlich? Wenig, oder? Einen, der anführt, und die anderen, die folgen. Und ist auch bei den Impfprogrammen gibt es dieses schöne Wort im Englischen, Herd Immunity, die Immunität der Herde, oder? Und die Immunität der Herde ist wichtig für die wenigen, die sich nicht impfen lassen, dass die dann auch nicht infiziert werden. Und was sich herausgestellt hat, statistisch gesehen, dass die geringste Impfrate in der Welt ist bei den Politikern, den Impfzwang anordnen für die Bevölkerung. Da haben die selber, ihre Kinder haben die geringsten Impfraten. Und ihr könnt euch denken, warum. Ich bin ja kein Impfgegner, ich muss es deutlich sagen. Letztes Jahr sind mehrere meiner Kollegen umgebracht worden in den USA, die ausgesprochenen Impfgegner waren. Deshalb sage ich hier ganz öffentlich, ich bin absolut für die Impfung. Wir brauchen Herdenimmunität. Wir als Herde. Gut, Freunde von uns bei Boeing haben diese Aufnahmen gemacht, die großen Air-Tanker, die ausgestattet sind mit diesen Tanks, die dann uns bespritzen. Und was hochgeht, muss runterkommen. Ganz kurz, hier oben die Zahl 0,5 Mikrogramm pro Liter ist, was die amerikanische Gesundheitsbehörde angibt. Bis dahin, so viel Aluminium darf in der Luft sein, sondern wenn es drüber rausgeht, muss die Bevölkerung entwarnt werden. Ja, und wir haben im Regen gemessen, haben Werte hier. Dieser Wert zum Beispiel liegt über 7000-fach über dem, was als sicher angegeben wird. Das heißt, natürlich ist die Bevölkerung entwarnt worden, es hat nur keiner gehört. Gut, und hier ein Bild, das eigentlich alles besser sagt, als ich sagen kann. Ja, ihr seht einfach, oder, was los ist, oder? Wir kriegen heute 15 Jahre, also 2015, 15 Jahre nach 2000, 40% weniger Sonnenlicht als vor 15 Jahren oder jetzt 16 Jahren. Ist es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Lasst euch das ein bisschen schmecken, dieses Bild. Oder ist nicht von mir, sondern von NASA. Gut, jetzt, was machen wir? Entgiftung. Wir nehmen eine bestimmte Art von Koriander. Jetzt ein bisschen Schleichwerbung. Biopure.eu ist die Firma, mit der ich zusammenarbeite, die den Koriander so wachsen lässt, dass er diese Funktionen hat, Blei, Quecksilber und Aluminium zu entgiften und radioaktive Metalle und Methylquecksilber und inorganisches Quecksilber. Und dann benutzen wir ein Fußbad, ja, das sogenannte Ionenfußbad, wo da liegt so eine Metallspule drin in dem Bad, und die Behandlung geht eine halbe Stunde, und erstaunliche Resultate. Wir waren mit beteiligt an einer Studie bei autistischen Kindern, die 4 Monate lang geht. Bei Autisten benutzt man den sogenannten ATAC-Score. Das ist einfach eine Symptomliste, die Mütter oder Väter dann nummerieren, also von 0 bis 10. Ja, also Kind, weiß nicht, hat Augenkontakt 0, oder Kind spielt mit anderen 2. Ja, und man kriegt so eine Skala, kriegt dann eine Gesamtzahl und kann dann vergleichen, ob ein Kind besser wird oder nicht. Und hier ist das erstaunliche Ergebnis. Nach 4 Monaten gab es eine durchschnittliche Reduktion
von 55% bei diesen 20 Kindern, die hier in der Studie mit eingefasst waren. Das heißt, fast mehr als eine Verdopplung der Lebensqualität und der kognitiven Fähigkeiten dieser Kinder nur durch das Fußbad. Gut, und hier sieht man mal die Zahlen, und erstaunlich war, dass sogar bei den, normalerweise gilt bei den Autisten, dass je früher man behandelt, desto besser, und je später man behandelt, desto weniger Chance hat man. Und bei dem Fußbad fanden wir genau das Umgekehrte. Je älter die Kinder waren, desto besser die Verbesserung. Ja, also 64% Verbesserung bei den Teenagern. Das ist eine Zahl, wenn man mal, ich habe 30 Jahre jetzt Autisten behandelt, das ist unglaublich. Und dann hat eine deutsche Kollegin, Margarita Gries-Brisson aus Lörrach, eine befreundete Kollegin, eine Studie gemacht mit Fußbad kombiniert mit Koriander. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber jede dieser Säulen ist eine Erhöhung der Ausscheidung von Schwermetallen im Urin nach diesem Fußbad. Ja, und wie gesagt, das Fußbad, das Korrekte, gibt es hier bei Stefan. BioPure EU hat dieses Fußbad und hat den Koriander. Und das ist unsere Hauptentgiftung. Und hier ist so, was wir machen zur Entgiftung. Und das ist das wesentliche Kernstück, bevor wir über die Infektionen sprechen. Wir nehmen eine bestimmte Chlorella-Art, die besser entgiftet als andere. Das heißt Chlor Energy, die Koriander-Tinktur und das Ionenfußbad. Und ich kombiniere es dann noch mit der Neuraltherapie, indem wir DMPS und Prokain mischen und an verschiedene Körperstellen spritzen. Das ist aber dann so die Luxusausführung. Aber dieser erste Teil, das Fußbad, am dritten Tag nach dem Fußbad ist die Hauptschwermetallausscheidung über die Nieren und über den Darm. Und das ist für mich inzwischen für unsere Patienten so eine Art Überlebensstrategie geworden. Ja, um in dieser Zeit leben zu können, brauchen wir mit Technologie und immer die Verbindung von Biophysik und Chemie. Ja, das hat sich herausgestellt. Und die Chemie können wir nur mit Pflanzen machen. Wir brauchen keine Hilfe vom großen Bruder aus der Pharmaindustrie, ja, sondern der große Bruder für uns ist der liebe Gott. Und wir nehmen das, was natürlich wächst und was in der Wissenschaft bekannt ist, was entgiftet, und kombinieren das mit der Biophysik, in diesem Fall mit dem Fußbad. Und das ist fantastisch, wenn man mal sieht, wie autistische Kinder gesund werden, wie Erwachsene mit Parkinson wieder ihren Tremor verlieren und vor allen Dingen für uns Ältere, wie unsere Gehirnleistung wieder zurückkommt, ja, wenn wir entgiften. Und dann hier ein bisschen eine Zusammenfassung von diesem ersten Teil von mir. So, in den späten 80er Jahren hatte ich einen Freund, einen berühmten Physiker, ich habe damals in Santa Fe gearbeitet, der hatte ein großes Labor in El Paso, das war so südlich von uns, hat mir das gezeigt, und das Labor war so groß wie ein Fußballplatz, 400 Angestellte, die alle rumgemacht haben an ihren Töpfen, und der ganze Strom für dieses ganze Labor kam aus einem Apparat, der war nicht viel größer wie eine Thermosflasche und wurde betrieben von einer Goldmünze. Das lief seit Jahren. Das war kalte Fusion, hatte er entdeckt. Und hatte 7 Labore in den USA. Und dann so kurz nach meinem Besuch fand ich damals im New Mexican, damals in der Zeitschrift, stand da, oh, erstaunlich, Katastrophe, Labor in El Paso abgebrannt über Nacht. Und dann als Fußnote darunter, und eigenartigerweise, zufällig, sind seine anderen 7 Labors in den USA und verschiedenen Unterstaaten in der gleichen Nacht auch abgebrannt. 4 Monate später wurde er tot aufgefunden, ermordet, neben seinem Haus. Ja, das war der Umgang mit der kalten Fusion. Letztes Jahr habe ich schon darauf hingewiesen, viele unserer ausgesprochenen und veröffentlichten Impfgegner in den USA wurden tot aufgefunden, sodass wir, auch Klinghardt sich selber Sorgen macht um seine Zukunft. Deshalb der erste Teil hier, oder Stop Murdering the Scientists Who Have Already Provided Us With The Perfect Solutions. Also es wäre eine gute Idee,
wie wir nach vorn gehen als Menschen, wenn wir aufhören, die Leute zu ermorden, die die Ideen haben oder die Technologien haben, die uns weiter in die Zukunft helfen. Daniela und ich waren vor einem Jahr eingeladen in Norwegen von einer Gruppe von Wissenschaftlern und die zeichnen uns ein Gerät, das war so groß wie ein Koffer, wo sie Wasser reinschütten und das Gerät erzeugt Strom. Und dieses Gerät konnte mit 4 Litern Wasser den Strom erzeugen für einen Haushalt von 4 Familien für eine Woche mit Waschmaschine, mit Fernsehapparat, mit allem. Ja, und das ist basiert auf einem Prinzip von einem Kollegen, den ich dann aufgesucht habe, Professor Jerry Pollack, Professor für Bioengineering, der bei mir um die Ecke wohnt in Seattle, hat ein fantastisches Buch geschrieben, The Fourth Phase of Water, das jeder eigentlich lesen sollte. Und was er gefunden hat, dass wenn wir in einem Wasser, in eine Membran reinstellen, organisiert sich das Wasser entlang dieser Membran so, dass die Wassermoleküle sich alle so orientieren, dass auf einer Seite die Membran positiv ist, auf der anderen Seite negativ mit 70 Millivolt. Und das ist genau das, was wir in der Schule gelernt haben, das Membranpotenzial von einer normalen Zelle. Und wir haben den ganzen Quatsch lernen müssen mit der ATP-Pumpe, Natrium-Kalium-Pumpe, die dieses Membranpotenzial erzeugt. Jerry Pollack hat bewiesen, dass das alles Quatsch ist. Ja? Wir brauchen keine Pumpen, um dieses Membranpotenzial zu erzeugen. Das passiert von alleine, wenn Wasser vorhanden ist. Und dieses Prinzip wurde genutzt, um einfach, da werden einfach 10.000 Membranen nebeneinander gestellt mit Stromabnehmern. Das erzeugt diese Batterie und das Wasser erschöpft sich in dieser Tätigkeit, erzeugt aber so viel Strom, dass wir damit alles betätigen können, was wir heute haben. Die Norweger haben berichtet, dass es in Deutschland ein Geheimnis im Untergrund ein Auto gebaut wurde mit dieser Batterie, ein Elektroauto. Und dieses Auto kann mit 180 Stundenkilometern eine Woche lang fahren mit 4 Litern Wasser, ohne Wärme zu erzeugen. Ja? Und diese Technologien sind da. Und dieses Chemtrail-Phänomen, was ich euch gezeigt habe, die Erde zu kühlen, würde völlig unnötig sein, ja, wenn wir diese Technologien zulassen. Wir haben die Wissenschaftler gefragt, ja, und wieso verbreitet ihr das nicht? Und dann haben sie nur gelächelt und gesagt, wir wissen, oder? Die ersten von uns sind schon tot aufgefunden worden und die haben sich untereinander vernetzt weltweit, um diese Technologie weiterzugeben in einem Untergrund, wissenschaftlichen Untergrund, sodass wir zwar einen ermorden können oder zwei, aber nicht alle, und dass diese Technologie sich still weiter verbreitet und an verschiedenen Stellen auftauchen wird. Ja, aber was ich sagen will, ist eigentlich, dass die ganzen chronischen Erkrankungen, wie ich euch nachher zeige, die vom Aluminium herkommen und durch die Infektionen, die auf diesem Hintergrund da sind, völlig unnötig sind, wenn wir aufhören, die Wissenschaftler zu ermorden, die die Technologien bereits kennen. Gut, chronische Infektionen, Parasitenbefall. Ich überspringe mal wieder ein paar Sachen. Hier ist mal ein Beispiel von verschiedenen Toxinen, die Infektionen, infektiöse Keime in uns erzeugen. Das ist nur eine kurze Liste. Jeder Keim, der in uns lebt, muss sich etablieren, indem er das Immunsystem weghält. Ja, und macht es dadurch, dass er bestimmte kleine bioaktive Substanzen ausscheidet, die dann das Immunsystem weghalten. Was für die Keime auch wesentlich ist, ist energiewirtschaftlich, energiesparend zu arbeiten. Ja, in der Natur arbeiten alle energiesparend, nur wir nicht. Und dieses Energiesparen beinhaltet, dass die Keime, um sich in uns zu etablieren, müssen unsere Ausscheidungswege blockieren, denn sonst müssten sie von diesen Biotoxinen immer mehr erzeugen, um ja, unser Körper würde immer mehr entgiften, immer schneller entgiften. Sie müssen immer mehr Gifte erzeugen, um unser Immunsystem wegzuhalten. Und um energiesparend zu arbeiten, blockieren die Keime einfach unsere Ausscheidungswege. Was dann heißt, dass wir plötzlich kein Quecksilber mehr ausscheiden können und kein Aluminium mehr ausscheiden können, kein Glyphosat mehr ausscheiden können. Und wir bauen dann diese Giftstoffe in uns auf. Und dann je nachdem, mit welchem Wissenschaftler wir sprechen, einer sagt, wir sind voll von Glyphosat, der andere sagt, wir sind voll von Aluminium,
Der Dritte sagt, nein, wir sind aber voll von Quecksilber. Und das Schlimme ist, dass alle Recht haben und keiner. Gut. Und dann, was sind Neurotoxine? Sind kleine Moleküle, bla bla bla. Wichtig ist mir unten, dass ich ein Kapitel veröffentlicht habe in einem Buch von einer von den besten Unis, Johns Hopkins. Und das Kapitel in diesem Buch, was ich geschrieben habe, heißt einfach Biotoxins. Damit möchte ich nur sagen, ihr schaut auf einen der Spezialisten in der Welt, der sich mit Biotoxinen auskennt. Gut, ein bisschen auf dem Hintergrund von diesen Vergiftungen, die wir haben, haben fast alle von uns parasitäre Erkrankungen, die es früher nicht gegeben hat. Ja, hier mal eins von den Kindern aus meinem Schatz in der Praxis. Was ihr hier seht, diese Linie unten, ist ein Wurm unter der Haut, der immer wieder versucht auszutreten. Da haben wir die Haut aufgeschlitzt. Das war nicht so ganz einfach bei dem Kleinen. Und den Wurm mit einer Pinzette rausgezogen. Aber spannend war, dass dieser Wurm durch eine Zecke übertragen wurde. Ja, dass wir heute wissen, dass Zecken nicht nur die Borrelien übertragen, sondern auch Wurmerkrankungen. Gut, dann sehen wir viele von diesen Parasiten. Dieses Ding ist ungefähr 60 cm lang, der sogenannte Rope Parasite. Patient von mir, einer von den wenigen, der veröffentlicht wurde, Patient hatte Lungenkrebsdiagnose, habe ich gesagt, nein, der Patient hat Würmer auf der Lunge. Der Onkologe sagte, nein, es ist Lungenkrebs. Da habe ich gesagt, okay, Kompromiss, wir machen eine Biopsie. Ja, als reingegangen, hat einen der Tumoren biopsiert, um mir zu beweisen, dass er recht hatte. Und in der Biopsie sah man diese Tumorzelle hier. Ja, das waren also Würmer. Und wir haben dann, der Patient erlaubte uns dann, den Krebs mit einem Wurmmittel zu behandeln. Und wie gesagt, das war so Anfang 2000, wurde dann später veröffentlicht in einer guten Zeitschrift. Und ansonsten ist nichts passiert. Warum haben wir Würmer? Das ist super rausgearbeitet hier in diesem Satz. Parasiten arbeiten als Sink, also es ist, was heißt Sink, so als Toilette, als Abfluss für Pollutants, für Giftstoffe in dem Gastgeber. Ja, und dann der Satz, einige Parasiten sind fähig, Giftstofflevels im Gastgeber zu vermindern. Das heißt, der Wurm extrahiert von uns das Aluminium und das Quecksilber und das Blei und bindet es in sich selber. Und damit ist von der Definition her der Parasit kein Parasit mehr, sondern ein Symbiont, der absolut notwendig ist für unser Überleben. Und gut, was machen wir damit? Jetzt kommt hier das berühmte MMS und Chlordioxid. Es hat eine riesen Furchtwelle ausgelöst in der pharmazeutischen Industrie oder die über alle möglichen Webseiten und Medien versucht hat, das MMS kaputt zu machen. Ich hoffe, dass ihr es noch bekommen könnt und noch benutzt. Es ist ein fantastisches Mittel, ja, und wir benutzen es hauptsächlich rektal, indem wir Einläufe damit machen und dann kommen eben nach dem zweiten oder dritten Mal nach der Anwendung kommen viele, viele Würmer und viele eigenartige Kreaturen aus dem Hintern. Wenn man im Lehrbuch nachschaut, ist keins von denen identifizierbar. Das heißt, es sind alles neue Gestalten, die noch keinen Namen haben. Aber es geht den Leuten sagenhaft viel besser, wenn sie raus sind. Und bei manchen Leuten ist es allerdings so, dass die Würmer lernen, sich zu reproduzieren, schneller als man sie rausbekommen kann. Das heißt, je länger wir die Einläufe machen, desto mehr Würmer kommen raus. Und wir müssen dann andere Mittel dazugeben. In der Firma BioPure EU haben wir fantastische Kräuterwurmmittel, die wir dann immer dazugeben. Und die Kombination ist einfach super. Gut, und jetzt ein bisschen eigentlich zum eigentlichen Thema, Borreliose. Diese berühmte Erythema migrans,
sieht man nur bei weniger als 20% der Leute, die eine Borreliose haben. Das heißt, das darf nicht zum Ausschlusskriterium werden. Hier sieht man ein weißes Blutkörperchen, umzingelt von Borrelien. Borrelien machen diese eigenartigen Zysten. Die Zysten enthalten die DNA von den Borrelien. Und die Zysten hat man leider auch in der Atemluft gefunden von Borrelienpatienten. Das heißt, die Borreliose ist heute, wie wir sagen, airborne. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, also in der Luft, in der Umluft. Und wie gesagt, wir haben es auch in der Chemtrail-Mischung gefunden, dass die also gezielt auf uns gespritzt werden. Das heißt, es wird unter euch kaum jemand geben, der nicht letztlich im Labor auch diese Keime hat. Gut, ein bisschen wissen wir heute drüber. Wir haben, ich möchte jetzt vielleicht sagen, alles, was ich nicht sagen kann, jetzt in den nächsten 25 Minuten, steht in meinem Lehrbuch, das ich mit der Kollegin aus Bayern geschrieben habe. Ja, habt ihr einen Stand, wo das Buch vorhanden ist? Ja, gut. Und das heißt, die biologische Behandlung der Lyme-Borreliose, da ist auch diese Dinge, die ich heute erwähne, sind auch alle da drin mit Literaturangaben und so. Und ist auf Deutsch, das Buch. Gut, hier in dieser Studie, das ist mal eine von den vielen Studien, die es heute gibt, die sagen, dass es deutlich ist bei der Lyme-Borreliose, dass es die akute Form gibt, ja, wo man dann kriegt den Zeckenstich und hat ein paar Tage später kriegt man Fieber und weiß dann, okay, ich habe eine Borreliose oder auch die virale Erkrankung, die es oft gibt im Zusammenhang, FSME, die Frühsommer-Meningitis. Aber es ist heute gar nicht so häufig. Was häufig ist, die chronisch persistierende Form. Und hier ist mal einer von den Artikeln, der eben sagt, ja, es gibt bei der Borreliose die persistierende Form. Das heißt, oft ist es so, Kind hat einen Insektenstich oder kriegt Fieber, geht zum Arzt, kriegt ein bisschen Doxycyclin, dann geht das Fieber weg und 15 Jahre später ist das Kind im Rollstuhl mit einer MS oder diagnostiziert mit einer Polyarthritis oder 30 Jahre später kommt die ALS-Erkrankung beim Erwachsenen oder 40 Jahre später die Demenz. Ja, und da möchte ich euch jetzt kurz hinführen und durchführen. Hier ist von Alan MacDonald, mein großer Held. Das ist eine Biopsie von einem Gehirn von einem Alzheimer-Patienten. Er hat diesen Plaque. Ja, das sind diese typischen Plaque, die es bei den Alzheimer-Patienten gibt. Und hat diesen Plaque dann eingefärbt mit einer bestimmten Färbung, mit dem sogenannten Flagellin-DNA. Und alles, was hier grün ist, sind Lyme-Borrelien, ja, in diesem Alzheimer-Plaque. Und er hat nachgewiesen, damals, das ist in den späten 80er Jahren schon, es gibt keinen Alzheimer ohne Borrelien im Gehirn. Es gibt ihn nicht ohne die Borrelien. Der Alzheimer ist eine Borrelienerkrankung. 1986 hat er das schon veröffentlicht. Hier sind ein paar von seinen Studien. Ja, die erste, ja, JAMA 1986, das Journal of the American Medical Association, das ist so das konservativste Ärzteblatt in der Welt, was es gibt. 1986 schon veröffentlicht, dass der Morbus Alzheimer eine Borrelienerkrankung ist. Gut. Und dann in neuerer Zeit Judy McClossy, Schweizer Forscherin, die ganz eng zusammengearbeitet hat mit Alan MacDonald, hat dann 2011 nochmal das Ganze wiederholt und nochmal ausgesagt in einer guten, anerkannten Zeitschrift, die ein hohes Ranking hat in der Welt, dass der Morbus Alzheimer eine Neurospirochitose ist, ähnlich wie die Syphilis, das Endstadium der Syphilis. Ja, und dann, was machen wir damit mit diesem Wissen? Oh, okay, gut. Hier, ich war der Erste, der das so 1994 oder 95 hatte ich eine Serie von autistischen Kindern in der Praxis und hatte mich entschieden, die mal zu untersuchen auf Borrelien. Und 8 von 10 autistischen Kindern waren positiv. Und habe dann wie wild angefangen, die Borrelien zu behandeln bei den Autisten mit
dramatischen Verbesserungen, ja, und habe versucht, darauf hinzuweisen. Ich war damals eingeladen, viel auf diesen großen Autismus-Meetings, und das Erste, was passiert ist, als ich meine erste Vorlesung darüber gab, wurde ich nie wieder eingeladen von diesen Autismusgruppen. Das war schon mal erstaunlich. Aber es gab Freunde innerhalb der Gruppen, hier Andrew Usman, Robert Bransfield, wir kennen uns alle gut, die dann das angenommen haben und veröffentlicht haben, ja, diesen Zusammenhang von der Lyme-Borreliose um Autismus, und dann auch nachgewiesen haben, dass man 2012, ein paar Jahre später, dass der Autismus durchaus behandelbar ist mit antimikrobieller Therapie. Ja, das ist ja was, was jeder Arzt wissen sollte, jeder Heilpraktiker wissen sollte, aber keiner von euch weiß, oder? Weil es euch keiner gesagt hat. Und wie gesagt, in unserem Buch steht alles drin, oder? Haben wir alles drin, und dann auch mit Therapievorschlägen. Gut, und jetzt hier eine der wesentlichen Studien für mich: Aluminium potenziert die Lyme-Borreliose, die Symptomatik und die Infektiosität. Das heißt, ihr müsst von den Chemtrails wissen, ja, dass wir alle mit Aluminium vergiftet werden, dass wir der ideale Nährboden sind für diese Keime, dass die in uns wachsen. Das ist also inzwischen nicht mehr meine Idee. Wie diagnostiziert man die Erkrankung? Es gibt verschiedene Tests. Gehe ich kurz drauf ein. Bartonella. Bartonella ist die sogenannte Katzenkratzkrankheit, die ähnlich aussieht wie die Borreliose. Ja, es gibt drei Erkrankungen, die Rickettsien, die Bartonellen und die Borrelien. Die Krankheitsbilder sehen identisch aus, sehen aber leider auch so aus wie eine Quecksilbervergiftung, sehen auch so aus wie eine Pilzbelastung, weil der Körper kann nur mit bestimmten Krankheitssymptomen reagieren auf Angriffe, und die sehen immer ähnlich aus. Hier sieht man von der Bartonella-Erkrankung, die haben oft diese typischen Stretchmarks, wie nennt man das auf Deutsch? Also diese Streifenbildung auf der Haut, die müssen nicht unbedingt angefärbt sein. Ja, bei Frauen nach der Geburt sieht man oft diese Schwangerschaftsstreifen, ja. Und es sind, wie gesagt, Schwangerschaftsstreifen bei Leuten, die nicht schwanger sind oder nie schwanger waren. Dehnungsstreifen. Okay, Dehnungsstreifen gefällt mir gut, ja. Nennen wir es jetzt Dehnungsstreifen, ja. Und Dehnungsstreifen auch bei Jungs, auch bei 8-jährigen Jungs, ja, die auf jeden Fall nicht schwanger sind, ja. Sehen wir diese Streifenbildung, und dann wissen wir sofort als diagnostischen Hinweis, dass die Bartonella-Erkrankung muss behandelt werden, können wir nicht so lassen. Die Betroffenen haben Nebel im Gehirn, können nicht schlafen nachts, sind hyperaktiv während dem Tag oder später dann chronisch müde, oft Gelenkbeschwerden und andere, aber es muss nicht alles immer zusammenkommen. Aber es ist ein Todesurteil fürs Gehirn, ja, die unbehandelt zu lassen. Bei den Babesien, habe ich noch nicht erwähnt, sind diese kleinen Kirschangiome, die kleinen roten Flecken, die oft am Bauch sind, diese erhoben, sehen so wie kleine Warzen aus, aber rot. Gut, ja, die Katzenkratzkrankheit wird übertragen, ja, nicht durch Zecken, sondern durch Flöhe, ja, also die von euch, die Katzen oder Hunde haben. Ja, wenn es dem Floh beim Hund langweilig wird, dann möchte man was anderes kosten, ja, trinkt er bei euch, und das reicht aus, um die Bartonellose zu übertragen, die dann eine lebenslange, schwere neurologische Erkrankung wird. Bei der ALS-Erkrankung finden wir obligat immer Bartonella, bei MS finden wir obligat immer Bartonella, beim Alzheimer finden wir es, bei dem Morbus Parkinson finden wir es. Ja, also die Lyme-Borreliose, die größere Definition, schließt heute verschiedene andere Keime mit ein. Lest es bitte nach in unserem Lehrbuch von Ariane und mir. Gut, es gibt im Labor verschiedene Hinweise drauf. Ich sage es einfach mal ganz kurz. Der wichtigste für die Ärzte oder Heilpraktiker hier, der wichtigste Hinweis ist das erhöhte LDL-Cholesterin bei Leuten, die sonst anständig leben, die nicht übergewichtig sind, die Sport treiben, wenn sie können,
oder die Symptome haben von chronischer Müdigkeit, Erschöpfung oder anderen Symptomen und ein erhöhtes LDL, ist der Hinweis überhaupt. Ja, die meisten deutschen Ärzte wissen es nicht. Und dann der zweite ist die Insulinresistenz, ja, die fast ausschließlich verursacht ist durch diese Keime. Gut, es gibt verschiedene Teste. Der Western Blot ist bei uns sehr beliebt. Und dann gibt es die IgG-IgM-Testung. Und dann hier in Deutschland der zuverlässigste, beste Test ist der LCT-ELISpot. Hier veröffentlicht von Volker von Baer, der eine sehr hohe Sensitivität hat von 91%, war uns aber nicht gut genug und wir sind dann einen anderen Weg gegangen. Wir machen den, ich nenne es den provozierten Urintest. Bei uns, also die Leute, wo wir es verdächtigen, die kriegen eine Stunde lang tiefe Körperarbeit, so mit Ellenbogen und Händen so auf den Stellen, wo es dem Patienten schon wehtut. Und dann der erste Urin, danach wird eingesammelt und dann eingeschickt für eine für die PCR-Testung, also für die DNA-Testung, wo wir nach DNA-Abschnitten von diesen Keimen suchen. Und finden, wir haben jetzt 180 Leute so untersucht, 3 von 180 Leuten hatten keine Borreliose. 3 von 180 Leuten hatten keine Borreliose. Ich sage es nochmal, 3 von 180 hatten keine Borreliose. Ja? Es ist ein absolut 100% spezifischer Test, wo es keine Fehler gibt. Ja, wo es keine, das ist nicht jetzt irgendeine Immunreaktion auf die Keime, sondern die Keime selber. Und es sieht dann so aus, oder verschiedene Aspekte der Borrelien. Hier ist die Bartonella-Erkrankung. Hier sind die Ehrlichien. Das ist eine Untergruppe von den Rickettsien. Und ich möchte jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber bei uns steht die Behandlung der Borrelien eben im Vordergrund. Wie bekommen wir die Lyme-Borreliose? Hier mal schon von 1986 veröffentlicht, dass sehr viel häufiger als der Zeckenbiss sind die stechenden Fliegen, die Bremsen nennen wir, haben wir sie früher genannt. Warum Bremsen? Ne? Da ist nichts gebremst da dran, aber oder, vielleicht weil die so langsam fliegen, oder? Die sind ja nicht so schwer zu fangen. Dann Moskitos, Mücken in infizierten Gebieten, wo die Borreliose häufig ist, haben bis zu 80% der Mücken sind Träger von den Borrelien. Ja, und das heißt, diese blöde Frage, hatten Sie mal einen Zeckenstich? Nein, hatte ich nicht. Na, da kann es ja keine Borreliose sein, oder? Die Frage ist, hatten Sie mal einen Mückenstich? Oder? Das reicht aus, um die Wahrscheinlichkeit herzustellen. Dann hier der untere Artikel oder Flöhe und inzwischen der Ausdruck Flea-borne Disease oder Mosquito-borne Disease, ja, dass es eben sehr viel häufiger ist, dass wir die Erkrankung von den Haustieren bekommen. Und es gibt in Deutschland ja eine richtige Seuche von Katzen, oder? Also das ist ja unverständlich für den, ich bin mit Katzen aufgewachsen und lieb Katzen, aber jede Katze hat im Schnitt 160 Singvögel auf dem Gewissen, oder? Und wir wissen heute, dass die Vögel sind der größte Feind der Zecken. Ja, es gibt viele, viele Vogelarten, die fast ausgestorben sind, die eigentlich die ursprünglichen Zeckenfresser sind und Flohfresser sind. Ja? Und dadurch, dass wir so viele Katzen haben, vor allen Dingen in Deutschland, haben wir kaum noch die Zahl der Singvögel, die wir mal hatten, oder vor allen Dingen die Singvögel nicht mehr, die Zecken fressen, und haben immer mehr Zecken und immer weniger Vögel, die Zecken fressen, und immer mehr Katzen, die Vögel fressen. Ihr wisst, was ich sagen will, oder? Wir wissen auch, dass Spinnen auch die Borrelien übertragen, Spinnenstiche. Gut, und dann nicht zu unterschätzen ist die Nymphform der Zecken, das ist die infektiöste Form der Zecken. Hier sieht man sehr schön diese Zystenbildung am Rande von der Borrelie. Gut, Antibiotika-Behandlung ist in Deutschland sehr beliebt. Dieser Artikel zeigt, dass in 62% der Fälle, wo
wo die Borrelien behandelt sind mit Antibiotika, es den Leuten hinterher lebenslang schlechter geht als vorher und nur ein Drittel auf die Antibiotika-Behandlung anspricht. Ja, das ist nicht meine Idee, sondern veröffentlicht. Aber unter Wissen dieser Studie war es klar für mich, dass wir einen anderen Weg gehen mussten für die Behandlung. Und hier ganz kurz, leider auf Englisch, wie unsere Behandlung inzwischen aussieht. Ich bespreche es kurz. Cistus-Tee, Cistus in Canus, ist eine Pflanze, die sehr gut und sehr weit verbreitet ist im mediterranen Raum. Und eine besondere Unterart, die es nur auf Sardinien gibt, hat die Eigenschaften, das veröffentlicht einmal, massiv abtötend zu wirken auf die Borrelien in uns. Und das zweite, deutsche Studie vom deutschen Militär, die zeigt, wenn man Hunde in den Wald schickt und der Hund kommt mit 100 Zecken zurück, wenn er diesen Tee getrunken hat, kommt er nur mit einer Zecke zurück. Es reduziert die Häufigkeit von Insektenstichen insgesamt auf ein Hundertstel. Und dann der wesentliche Teil, warum wir es verwenden, ist das für die Ärzte hier, ist, dass der Cistus-Tee löst die Biofilme auf, in denen die Keime sich in uns verstecken. Ja, die Keime bauen Kulturen, bauen Gemeinschaften auf in uns zusammen mit anderen Keimen, die wir als Biofilmgemeinschaften bezeichnen, und Cistus-Tee löst es auf, sodass der Cistus-Tee selber die wichtigste Behandlung ist bei der Borreliose, wenn wir natürlich arbeiten wollen. Das Zweite, was wir brauchen, ist ein Bindemittel im Darm, das heißt, wenn wir Keime abtöten, dass die nicht einfach in uns rumzirkulieren, die toten Keime, sondern dass die über den Darm entfernt werden. Dazu brauchen wir Bindemittel im Darm und wir benutzen entweder Chlorella oder Zeolit. Und das Zeolit, gibt es viel zu sagen, Zeolit ist ein Vulkangestein, das sehr starke Bindekräfte hat, aber die meisten Billigzeolite sind schon bereits mit Blei und Quecksilber belastet und sollten nicht eingenommen werden. Das heißt, wir haben Biopure EU, wir haben einen besonderen Zeolit gefunden, der an der Uni in Köln hier untersucht wurde und der am saubersten ist und die besten Bindungskräfte hat. Und dann das Dritte ist Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist das, was wir kennen, was im Knorpel bei uns sehr, sehr hoch, einen hohen Gehalt hat, aber auch in den Bandscheiben. Und jetzt ein bisschen was, was viele von euch noch nicht wissen. Was ist der Hauptgrund für den Bandscheibenvorfall? Ist die chronische Borreliose. Nicht erkannt, ja? Weil Bandscheiben sind schon immer vorgefallen, auch bei den Mumien und bei Leichen, die man findet, die ein paar tausend Jahre alt sind, aber es sollte keine Schmerzen verursachen. Die Bandscheibenschmerzen kommen daher her, weil die Bandscheibe entzündet ist. Und wir haben, manche von euch, die mich schon lange kennen, wissen, ich habe früher selber viele so tiefe orthopädische und neurologische Maßnahmen gemacht und wir haben Bandscheiben punktiert und damals Enzyme in die Bandscheibe eingespritzt. In den 80er Jahren, so mit unter Röntgenkontrolle, habe ich so Nadeln eingeführt in die Bandscheibe und dann Enzyme reingespritzt, die antientzündlich gewirkt haben. Und wir haben damals Biopsien entfernt von den Bandscheiben und in praktisch jeder schmerzhaften Bandscheibe haben wir Borrelien gefunden. Wir wollten das damals veröffentlichen und wurden abgelehnt, weil es keinen Peer-Reviewer gab, weltweit keinen anderen gab, der das auch schon gesehen hatte. Und deshalb konnten wir es nicht veröffentlichen in einer guten Zeitschrift, weil es braucht immer jemand anders, der sagt, ja, kenne ich, ja, finde ich gut, habe ich auch schon gesehen. Aber es gab niemand. Ja. Heute, inzwischen kommen die ersten Veröffentlichungen darüber. Aber warum sind die Keime in den Bandscheiben? Weil das, was für Klinghardt Schlagsahne ist, manche von euch wissen das, ja, sind für die Borrelien, ist die Hyaluronsäure. Sie sind überall da zu finden, wo wir reich sind an Hyaluronsäure. Das ist im Gelenkknorpel, es ist in den Bandscheiben, es ist im Ansatz, wo Bänder an Knochen ansetzen. Und wir hatten damals überlegt, wenn wir den Patienten Hyaluronsäure geben, oral, was passiert denn mit den Keimen? Und das Erstaunliche ist, dass sie innerhalb von Sekunden die Bandscheibe verlassen, ja. Wir wissen von Studien, dass die Borrelien, man hat es bei Tierversuchen gemacht,
wenn ich radioaktiv markierte Borrelien auf die Zunge gebe? Und wie lange braucht es, bis die Borrelie im Sexualtrakt von Tier ist? Jawohl, Borrelien möchten sich fortpflanzen und gehen immer in die sexuelle Gegend. Von hier bis hier, 2 Sekunden. 2 Sekunden. Und nicht auf dem Blutweg, sondern durch diese Schraubenzieherbewegung, die haben, durch Bindegewebe. Ja. 2000 Mal schneller, als die schnellste weiße Blutkörperchen sich bewegen kann. Das heißt, wir haben auch keine Chance, in unserem Immunsystem die Borrelien in Schach zu halten. Ja, das ist so, ja, 2000 Mal schneller als unsere schnellste Zelle. Das ist so, wie wenn wir versuchen, mit dem Fahrrad einen Düsenjäger einzufangen. Ja, das ist genau der gleiche Geschwindigkeitsmaßstab. So, und wir haben gefunden, wenn wir den Patienten Hyaluronsäure geben, kommen die Borrelien aus dem Verstecken raus. Die Gelenkschmerzen gehen sofort zurück, die Migräne geht sofort zurück, die Rückenschmerzen gehen sofort zurück und die Keime werden enorm verwundbar. Ja, die werden betrunken durch die Hyaluronsäure, die sie fressen und schlafen ein und sind dann ganz leicht abtötbar mit unseren Naturmitteln, die wir dann verwenden. Gut, und dann der letzte Schritt ist der sogenannte Cocktail. Ich habe leider keinen Kontakt mit meinem Institut gehabt. Wie heißt der heute bei euch? Lime Cocktail. Lime Cocktail, okay. Lime Cocktail ist eine Kräutermischung, die auf bestimmte Art hergestellt ist, zusammen mit Phospholipiden, gehirngängig gemacht. Das sind Kräuter, die sind gehirngängig gemacht, nanonisiert und energetisiert und mit Phospholipiden versetzt. Und diese Kräutermischung ist einfach, wir wissen nur von einem Kraut davon, das ist Stevia, manche von euch kennen Stevia als Süßstoff, das ist aber ein Extrakt von der Pflanze. Und es gibt eine sehr schöne Studie, ist in unserem Lehrbuch drin, die zeigt, dass Stevia alleine mehr Keimabtöten für die Borrelien wirkt, in den Biofilmen, in den Verstecken, wo sie sind, als eine Dreifach-Antibiotika-Kombination, die intravenös gegeben wird. Stevia besser als Dreifach-Antibiotika gegeben intravenös. Das ist doch mal was, oder? Studie könnt ihr in unserem Buch finden, ja. Und ich hab nie gezählt, aber in dieser Kräutermischung sind ungefähr 12 oder 15 verschiedene Kräuter drin, die im Zusammenhang mit diesen anderen Dingen einfach die Erkrankung erfolgreich behandeln, ohne dass wir große Klimmzüge machen müssen und ohne dass es den Leuten schlecht geht und ohne dass es die gefürchteten Herxheimer-Reaktionen geben muss und die ganzen Krisen, die wir immer sehen, wenn Leute mit Antibiotika behandelt werden. Ich möchte dir sagen, und ich meine es wirklich so, ich bin im Prinzip nicht gegen Antibiotika. Ich bin Schulmediziner, ich weiß, in akuten Situationen sind Antibiotika fantastisch und lebensrettend und jeder Arzt sollte ein Grundwissen über die richtige Anwendung haben. Aber wir wissen, dass die Borreliose nicht behandelbar ist mit Doxycyclin. Ja, das war ein Witz, der jedem Behandler bekannt ist. Ja, wir können zwar die akute Form zurückdrängen, die wird aber dann chronisch persistent und sehr, sehr schwer behandelbar, wenn die Borrelia einmal so behandelt worden ist. Und wenn wir eine akute Situation haben oder Spinnenstich und Fieber 3 Tage später, behandeln wir es mit Doxycyclin, aber nicht mit 100 Milligramm am Tag, sondern es sind mindestens 400 Milligramm am Tag für 4 bis 6 Wochen, ja, nicht für 3 oder 4 Tage. Solange wir weniger behandeln als das, überleben die Keime, die gehen in die Zelle und werden dort persistent und führen dann zu lebenslangen großen Problemen, ja, sodass wir den Weg nicht empfehlen. Gut, ich habe 1989 oder 90, weiß nicht, steht hier irgendwo, 1990, eine sehr schöne Studie veröffentlicht über die Anwendung von Bienengift. Bienengift enthält viele Substanzen, die hier aufgeführt sind, die wir damals rausgefunden haben, von denen das eine Melitin, 50% vom Bienengift ist Melitin, einen riesen Effekt hat auf die Borrelien. Hier ist die Studie ein paar Jahre später dann von einem Freund gemacht wurde, dass die zeigt, dass das Bienengift
hat in der Natur den größten hemmenden oder abtötenden Effekt für die Borrelien, sodass wir bei den schweren Fällen meiner Patienten zusätzlich zu diesem Cocktail, den ich erwähnt habe, den Patienten behandeln mit Bienenstichen. Gut, und ich glaube, ich müsste mir sagen mit der Zeit, wir haben ja 5 Minuten später angefangen. Kann ich noch 5 Minuten? Ja, gib mir, wir haben gesagt 90, oder ich bin sehr, sehr genauer Mensch. Gut, ich habe vorhin gesehen, diese Pyramide mit den 5 Ebenen. Ich wollte ganz kurz noch auf die zweite Ebene eingehen, die Ebene der Physik. Hier damals bei Schlebusch gemacht, auf der linken Seite vom Patienten sehen wir Akupunkturnadeln, die eingesetzt sind im Magenmeridian, und auf der rechten Seite leuchtet der Magenmeridian auf, der gibt Licht ab im Infrarotbereich. Gut, und hier von, wir sprechen ja später noch über Licht, das kommt dann noch, ich überspringe mal diesen Teil. Aber was mir wichtig ist auf der Ebene der Physik, ist der Elektrosmog. Ich habe es vorher erwähnt, also erstmal die Cell Phone Tower, wie nennt man das? Die Mobilfunktürme, okay, gut. Und dann das Handy an der Hose, der Computer, der am Internet ist, die WLAN-Anlage zu Hause, die Smart Meters am Haus, die es bei uns gibt. Und dann das DECT-Telefon. Babymonitoren sind alle mikrowellenbasiert. Barry Trower, ganz kurz und genießt es mal, was ich jetzt sage. Barry Trower war der führende Wissenschaftler bei MIT, nicht MIT, beim MI6, also der Geheimdienst in England. Der sollte Mikrowellen untersuchen als Waffe und hat als erste Untersuchung gemacht an Waisenhäusern in England, ja, weil da kümmert sich ja keiner um die Waisen, um zu gucken, ob man sie sterilisieren kann mit Mikrowelle. Hat das Gleiche dann weitergeführt an psychiatrischen Kliniken, weil psychiatrische Patienten kann man ja eh abschreiben, zu gucken, ob man sie sterilisieren kann, und hat eine Wellenlänge gefunden, die über 2-3 Generationen eine ganze Bevölkerung sterilisieren kann. Das waren 2,4 Gigahertz. Und diese Trägerwelle wurde dann eingeführt weltweit als die Trägerwelle für den Mikrowellensendefunk. Genießt es mal ein bisschen, diesen Teil. Ja. Hier die beste Studie, die es bis jetzt gibt, von der Uni in Athen, die zeigt, dass die Mikrowelle von dem Schnurlostelefon, das in der Küche steht, oder vom Handysendefunk zerstört in uns 1/7 aller Proteine, die wir haben. Wir haben ungefähr 150.000 verschiedene Enzyme, die so alles bewirken, was uns lebendig macht, und davon wird 1/7 bleiben zerstört durch den Mikrowellensendefunk. Genießt es mal einfach so ein bisschen. So, und dann spannend hier die Studie von George Carlo. Jetzt, George war der führende Wissenschaftler bei der führenden Elektrofirma in den USA, der dann ein religiöses Erlebnis hatte und aufgehört hat. Aber was hier steht, ist, dass die Mikrowellenbestrahlung führt dazu, dass die Enzyme, die wir brauchen, um Schwermetalle zu entgiften, völlig gehemmt werden durch die Mikrowelle. Das heißt, wir können keine Schwermetalle mehr entgiften. Ja, und das ist spannend in dem Zusammenhang. Ihr denkt dran, Aluminium wird gebraucht als Wachstumsfaktor für die Borrelien in uns. Den Artikel hatte ich vorhin gezeigt. Und die Mikrowelle führt dazu, dass wir Aluminium nicht entgiften können. Ja, es ist ein perfekter Sturm, den sich jemand ausgedacht hat. Und wenn wir die ganze Synergie zwischen den verschiedenen Dingen, Glyphosat und Aluminium, hat einen synergistischen Effekt. Aluminium und Mikrowelle hat einen synergistischen Effekt. Wenn man die Wissenschaft immer tiefer eindringt, kann man sich dem nicht entziehen, dass sich jemand das Ganze ausgedacht hat, um uns in die Knie zu zwingen. Ja. Hier ganz kurz die Studie, die zeigt auf der rechten Seite ein Rattengehirn, nachdem die Ratte 2 Stunden am Handy war. Ja, und man sieht diese dunklen Flecken im Vergleich zum Normalgehirn. Das sind Albuminablagerungen, das sind die Vorstufen vom Alzheimer-Plaque. Und ich verspreche euch, dass viele von euch, die Teenager als Kinder haben,
dass die Gehirne von euren Teenagern so aussehen. Ja, und es bleibt die Zerstörung. Gut, warum absorbieren Kinder mehr Mikrowelle als Erwachsene vom Telefon? Ja, gut, das hängt einfach damit zusammen, dass die Schädeldecke nicht so dicht ist und viele Abwehrmechanismen noch nicht ausgereift sind. Und hier in diesem Artikel wird eben diskutiert, dass unsere Kinder, die heute am Telefon sind, eben in 10, 20 Jahren, die sind mit den Hirntumoren, gibt es ja einen riesen Zuwachs jetzt im Moment an Hirntumoren. Hier ein bisschen, was macht das alles? Macht alles kaputt, einschließlich unserer DNA. Wie diagnostizieren wir es? Wir messen. Ja, die Baubiologie in Deutschland ist fantastisch. Wolfgang Maes hat fantastische Arbeit gemacht. Super Buch, Stress durch Strom und Strahlung von Wolfgang Maes, da ist alles drin. Wir messen einfach mit dem Gerät von Gigahertz Solutions. Und was machen wir damit? Okay, wir schützen Patienten. Das Wichtigste ist, dass nachts der Strom ausgestellt wird. Wir brauchen diese 8 Stunden, brauchen wir nachts, um unser Gehirn zu erholen von der Dauerbestrahlung. Und wenn unser Zuhause bestrahlt ist von außen her, das heißt, der Handysendemast zu nahe ist, muss das Haus geschützt werden, entweder durch die besondere Farbe, Wandfarbe, die es über die Baubiologie gibt, oder dieses Gerät, das ist mein Bett, das ist ein silberbeschichteter Stoff, der heißt Swiss Shield. Wenn er übers Bett gemacht wird, reduziert sich die Strahlenbelastung auf 1/10.000. Und wie gesagt, der Elektrosmog, dem wir ausgesetzt sind, ist ein enormer Wachstumsfaktor für die Borrelien in uns. Es gibt viele Borrelienpatienten, die nicht wissen, dass sie Borrelien haben, weil sie asymptomatisch sind. Und es gibt die von euch, die symptomatisch sind und die nicht wissen, dass eure Symptome von den Borrelien sind. Aber Borrelien sind selber nicht der Feind, sondern es sind die ganzen Wachstumsfaktoren, Aluminium, Elektrosmog, Glyphosat, die symptomatisch machen. Gut, und dann lasse ich schon dabei. Es gab noch ein bisschen was, wollte ich sagen, über die Epigenetik. Wir wissen, dass wenn wir heute Elektrosmog ausgesetzt sind und Glyphosat und Aluminium, dass das die Art verändert, wie unsere Gene abgelesen werden. Das ist die Epigenetik. Und dieser Schaden wird weitergegeben an die nächste Generation, die weiter ausgesetzt ist diesen ganzen Dingen, und der nächsten Generation. Sodass heute relativ klar ist, dass spätestens 2 Generationen von jetzt wir alle steril sein werden. Ja, das ist ja heute schon ein Problem. Aber nicht nur das, sondern dass wir alle auch geisteskrank sein werden. Und als letztes möchte ich sagen, es ist einfach Zeit, dass wir aufwachen zu dem. Und meine Anklage ist nicht an die Wissenschaftler, die sich verschweigen. Ja, das sind einfach die, die ihre Kinder schützen wollen und vor Übergriffen sich schützen wollen. Aber meine Anklage ist an die Presse, die diese Dinge nicht berichtet. Ja, dass die Presse heute voll in der Hand ist von den Interessengruppen, die hinter diesen ganzen Dingen stehen. Und wir der Presse heute nicht mehr vertrauen können, ja, sondern unsere Informationen können wir über die Wissenschaft bekommen, über gute Bücher. Deshalb empfehle ich, unser Buch zu lesen, Ariane Zappe und ich. Ariane, zeig dich mal. Ja. Also wenn ihr einen Ansprechpartner braucht in der Pause, Ariane, zeig dich mal. Ja, sie ist unsere Borrelien-Spezialistin. Ja. Gut, und dann möchte ich mich jetzt erstmal bedanken fürs Zuhören. Und ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Du musst jetzt sagen, oder?